So, hallo Goldschiffer, hallo Goldschifferin. Wir prospektieren hier heute einen kleinen Bachverlauf mit der kleinen Rinne. Und falls wir 1G Gold finden sollten, haben wir natürlich im Auto noch die große Rinne. Ich werde jetzt dann in die Rinne reinschaufen. Und dann schauen wir mal, ob wir das Flittern ein bisschen vermehren können. Ob sich das lohnt hier überhaupt, ne? Und wie das natürlich dann auch unter dem Mikroskop aussieht. Die Bachgeologie, die erkläre ich euch noch ein bisschen später. Und ja, wünscht mir Glück. Glück auf dabei. Wir haben natürlich nichts zum Vorsieben dabei, weil wir das Bachal abwandern. Und da eignet sich natürlich dann solche Rinne hier mit starken Riffelrahmen, die eignet sich natürlich dann am besten dafür. Ne? Oh, schau mal. Hier vorne habe ich noch einen Riffel reingebaut gehabt. Der ist nicht so groß. Das Problem ist jetzt allerdings, der hat jetzt hier einen Strömungsschuss. Deswegen bleibt das hier liegen. Das muss ich dann ein bisschen ändern. Das ist nicht optimal. Deswegen habe ich hier so eine Aufwulstung von dem zu waschenden Material drin. Gar nicht gut. Das ist ja auch wichtig, wenn man jetzt solche Rippen hat, wie die funktionieren oder zu verstehen, wie die funktionieren sollen. Die Riffel, die haben halt hier einen Vortex, der wo praktisch, die erzeugen einen Vortex, der wo in die Riffeln reinmarschiert. Ne? Und das ist natürlich gut fürs Gold. Ja. Das ist auch Gletscher hier, reines Gletschergebiet. Das sieht man ja dann auch schon an dem ganzen Geröll hier. Ne? Das ist alles Gletschergebiet, Kaltalpen. Ja, da kommt man ganz schön im Schwitzen. Aber das ist gut. Außer Philipp. Das ist natürlich gut, wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt. So wie ich, ne? Dann ist es gut, dass man mal am Wochenende ein bisschen rauskommt. Und den Büro halt mal rausschwitzen.
Wo? Pack das mal weg. Ist weg? Ja. Was war denn das für ein Tier? Also, weiß ich gar nicht. Aber ein schwarzes Tier mit... Ja. Müde und sich nur stehen geblieben. Müde und sich an... Müde und... Oh, das ist nicht so schlimm, mein Schatz. Jetzt kommt die Sonne raus übrigens. Das ist doch schön. Ja, aber du hast dich gewaschen und dann hast du bei der Socke nass gemacht und bist so schlimm, bis du dich angehst. Oh, ja, ja. Ja, schau mal hier ein bisschen. Mein Gummi ist stark. Ich bin jetzt schon Stunden lang. So. Ah, jetzt habe ich's. Halt mal die Schaufel fest, mein Schatz. Okay. Schau mal, jetzt setz ein bisschen. So, jetzt. So, jetzt komm her. Dann sehen wir auch schon, dass wir hier ersten Blechzellen drin haben. Ich habe ein Glück, dass ich überschwimme. Da haben wir auch schon Gold drin. Sehr schön. Philipp, wir haben Goldnachweis. Guck mal, hier haben wir den ersten Goldflitterchen drin. Ja. Oh. Ja. Cool. Leute. Wir haben den Goldnachweis. Siehste, hab ich doch gesagt, hier ist Gold. Vorsicht, Philipp. Philipp, schau mal, du brauchst da nicht rumlaufen, okay?
einer drin. Wie gesagt, den Goldnachweis haben wir erbringen können. Einer ist drin und der ist sogar einen Millimeter groß. So Leute, den Cleanout habe ich fertig. Wir haben hier Schwermineralien drin und Gold. Das heißt, wir haben hier praktisch nur am Anfang der Bank habe ich geschürft. In der Mitte habe ich mehr in der Pfanne drin gehabt. Das muss ich aber erst beim zweiten Waschgang erst bestätigen. Hier haben wir am Anfang der Bank definitiv einen Goldflitter drin gehabt. Für einen Prospektionsgang ist es natürlich richtig nice. Ich zoome mal rein, dann könnt ihr den besser sehen. Dort oben ist er. Der ist rund 1 mm groß. Das ist natürlich schön. Das bedeutet, dass wir jetzt dann gucken sollten, mal mit einer großen Rinne, das weiß ich jetzt noch nicht, und dann einfach die Höfigkeit testen. Das muss ich aber erst noch rausstellen. Wie gesagt, das ist jetzt nur kleines Equipment, was wir dabei gehabt haben. Und der Goldnachweis ist erbracht. Dieses Gebiet hier, ich zeige euch mal ein bisschen die Kiesbank. Das ist Gletschergebiet. Und das ist Gletschergebiet. So. So schaut die Bank aus. Ein schöner Gleithang, gar keine Frage. Viel Kalkgestein. Hier kann man schön sehen, der hier in der Mitte, der dort. Und wir haben dort hinten hier dieser. Das ist so ein Grüngestein und das ist dann immer auch so ein Anzeichen, dass wir Gold haben oder dass Gold vorhanden ist. Natürlich ist das in Kombination mit anderen Gesteinen, das ist natürlich klar. Nie so oberflächlich gucken und sagen, oh, die haben wir, dann ist Gold drin. Ja, darf man nicht, machen nur andere. Jo, gut, ich jetzt noch mal hier ein bisschen stromaufwärts. Genau. Philipp, bitte aufpassen, mein Schatz. Der Philipp, der ist schon wieder tief im Wasser drin. Es ist noch nicht Sommer, dann kannst du da drin baden, ne, wenn du möchtest. Aber jetzt noch nicht, mein Schatz. Es ist Sommer. Ja, ne? So. Hier sehen wir dann das Loch, was ich gebuddelt habe. Das ist also wirklich sehr kleines Equipment, Wanderequipment. Wir gehen jetzt noch einfach flussaufwärts oder bachaufwärts. Das ist so ein Mischmasch, ne, zwischen Bach und Fluss. Und dann gucken wir mal noch, ob wir da noch was finden. Ich werde mir auf jeden Fall nicht mehr melden. Ne? Früher habe ich ja dann noch mal angeschaltet, wenn wir 1 Gramm rausgeholt haben. In so einer kleinen Prospektierrinne. Und das mache ich heute nicht mehr. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und Leute, hoffentlich kommt erst bald der Sommer, weil ich bin so goldschürf geil, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kann es kaum erwarten. Ne? Also, bis die Zeit. Tschüss.